Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren Episode Subnautica Below Zero im benutzerdefinierten Modus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute, nachdem wir uns in den letzten Episoden um die tiefen Module der Seebahn und des Krebses gekümmert haben, sind wir in der Lage, uns die Erbauerorgane zu holen. Das sind nämlich die letzten Körperteil-Scans, die uns noch fehlen. Wir können ja hier mal ganz nach unten scrollen und schauen, was wir hier so haben. Denn wir haben einmal das Erbauergewebe uns gesichert. Wir haben auch schon das Skelett und jetzt fehlen eben noch die Organe als dritte und letzte Aktion, die ich hier in Bezug auf Alans Körper machen muss, bevor wir ihn dann letztendlich auch herstellen können. Und deswegen begeben wir uns jetzt heute in die Tiefe, in das Reich von Thanatos, den wir ja in der letzten Episode auch erfolgreich gescannt haben und werden dann die Erbauerorgane uns dort sichern. An der Stelle will ich auch mal kurz eine kleine Anmerkung machen, und zwar vermutlich werde ich die nächsten, ja, könnten 2 Wochen werden, kein Video hochladen in Bezug vor allem auf Subnautica Below Zero und diesen benutzerdefinierten Mode, denn ich bin im Urlaub und ich bin dann aber auf euch angewiesen in dieser Zeit, auf eure Kommentare, vor allem hier auf dem Video, wie es dann weitergehen soll. Denn wir können natürlich dann den Körper von Alan bauen und das Spiel abschließen, aber ich will das noch etwas herauszögern, denn es gibt hier wirklich noch viel zu tun und jetzt seid ihr gefragt. Das ist hier das Let's Play, wo ihr mitbestimmt, was wir noch tun, bevor wir das Spiel beenden. Ein paar Vorschläge habe ich schon. Ich will auf jeden Fall noch alle Kreatureneier einsammeln, ein paar haben wir schon, aber es gibt noch einige zum Sammeln. Und das ist ein Punkt, den ich abhaken will. Natürlich müssen wir noch ein paar Leviathane scannen, auch das ist auf der Liste drauf. Und ja, schreibt mal in die Kommentare auf diesem Video, was euch noch so einfällt, was wir hier noch tun können, bevor wir hier das Spiel beenden. Denn heute sichern wir uns die Organe und dann ist es theoretisch nicht mehr weit bis ans Ende des Spiels. Ich freue mich auf euren Input. Lasst auch gerne ein Like da für das Video, Abo für den Kanal sowieso. Und ja, wie gesagt, verzeiht es mir, wenn ich jetzt hier noch eine kleine Pause einlege, bevor wir dann ins Finale starten. Oh, jetzt muss ich aufpassen, denn das ist jetzt hier tatsächlich schon die Route von Thanatos und meine Idee ist jetzt, ihn vorbeiziehen zu lassen gleich und dann vielleicht ihm hinterher zu fahren, um gar nicht groß Gefahr zu laufen, in ihn reinzurennen, denn das hatten wir letzte Folge genug. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich, liege ich hier überhaupt richtig? Das ist schon die Ecke, wo er rauskam die letzten Mal, oder? Ja, da ist er, da ist er. Ich geh ein bisschen weg. So, weil seine Aggressivität ist so hoch. Der greift uns auf jeden Fall an, sobald er uns entdeckt. So, und jetzt einfach mit ein bisschen Abstand ihm hinterher. Wir können jetzt, wie ihr seht, mit der Seebahn in 1000 Meter Tiefe. Und das ermöglicht uns jetzt hier das komplette Gebiet zu erkunden, sobald er hier seine Tour gemacht hat. So, es gibt leider etwas tiefer noch einen, da müssen wir uns in Acht nehmen, aber jetzt haben wir den ersten schon mal passiert und können uns jetzt hier langsam noch tiefer begeben. Scantechnisch, sobald ich was sehe, was sich noch nicht gescannt hat, ich bin gerade am Überleben, zum Beispiel diese Pflanzen hier, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die schon habe. Ich glaube, die gibt es aber auch um Margels Basis herum. Ha? Oder auch nicht. Jademembran. Okay, cool. Auch das eingescannt, weil auch das ist ein Punkt, den wir ja mal angehen wollten. Die kleinen Freunde hier nehme ich immer ganz gern mit. Da habe ich noch, glaube ich, noch keinen Steinlaus. Da kann man theoretisch auch irgendwann mal eine kleine Zucht machen. Die leuchten so cool, wenn ihr sie um eure Basis herum platziert. So, jetzt geht's weiter. Ja, wie gesagt, Scans oder alles scannen ist auch so eine große Herausforderung im Spiel. Vor allem, weil man nicht wirklich eine Referenz hat, was man schon gescannt hat. Ich muss mal im Internet gucken, ob es irgendwie eine Liste gibt von allen Dingen. Aber ich befürchte fast nein. Auf der anderen Seite, wir haben... Ich bin es gar nicht gewohnt, dass Alan dazwischen labert, weil wir ihn so langsam nicht dabei, so lange nicht dabei hatten. So, wir sind jetzt auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Das ist einer der 2 Eingänge hier in das Gebiet, wo wir die Erbauer Organe finden können. Das ist die Ecke,
Ich habe hier mal eine Basis gebaut, tatsächlich in einem meiner ersten Let's Plays hier von Below Zero. Und das ist eine super coole Location, weil das Licht hier natürlich super schön ist mit diesen Kristallen. Warum ich jetzt gerade ausgestiegen bin, weiß ich gar nicht. Ich wollte hier, glaube ich, noch gucken, ob ich diesen Dreiauge schon habe. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich den auch schon, ja, gescannt habe. Okay, haben wir das auch geklärt? Ah, und was ich an der Stelle vielleicht noch zeigen kann, ich glaube nämlich genau hier von diesem, von dieser Steinformation, Kristallformation, wenn man hier runter geht, hier ist die Höhle, in der es einfach alles an Ressourcen gibt. Guckt euch das mal an. Hier ist unglaublich viel Kyanit zum Abbau mit dem Krebs. Hier findet ihr Gold und Silber ohne Ende. Das ist wirklich. Oh, und ihr findet etwas, was ich noch nicht gescannt habe. Polyedrich. Okay, komm, wir lesen mal. Was kann der? Der Polyedrich, heißt das so? Weist eine Biolumineszenz auf, die durch die chemische Reaktion zwischen einem lichtemittierenden Molekül und einem bestimmten Enzym verursacht wird. Super interessant, vielen Dank dafür. Aber ich glaube, das war's. Ich wollte euch nur diese Höhle mal zeigen, weil hier, wie gesagt, wirklich. Hier gibt es Gold, Silber und Kyanit für Lebenszeit. Also das ist wirklich, wenn ihr hier einmal wart, dann reicht das. Ich nehme jetzt hier mal eher so Rubine und Kyanit, Magnetit, was ich da gesammelt habe, mit, weil das sind so Sachen, die habe ich noch nicht ohne Ende zu Hause in der Basis. Deswegen nehmen wir das mal mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal runter. Ich bin jetzt gerade überlegen. Jetzt auch gerade, wo ich die Seebahn sehe. Auch das ist ein Punkt. Wir haben natürlich auch noch lang nicht alle Abteile gebaut für die Seebahn, ne? Also wenn ihr euch das wünscht, dass wir mal alle Abteile bauen, weil auch hier irgendjemand hat mal ganz am Anfang geschrieben, alles bauen. Auch das, hey, wir müssten einfach mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob alles bauen Sinn macht, jedes einzelne Bett zu bauen, aber zumindest mal jede Art von Gegenstand. Ich habe auch immer noch keinen Bilderrahmen zum Beispiel. Auch das ist eine Überlegung, mal ein Bad einzurichten, nochmal an der Basis oder einfach eine andere Basis zu bauen. Und wie gesagt, so Sachen wie die Abteile. Wir haben ja die Abteile, die ich wichtig finde, wie zum Beispiel Dock- und Frachtabteil, Fabrikatorabteil. Aber wir haben das Schlafabteil nicht, wir haben das Aquarium nicht und das Teleportabteil, was wir wegen unseren ganzen Artefakten, die wir gescannt haben, bekommen haben, habe ich auch noch nicht gebaut. Also es gibt noch reichlich zu tun, bevor wir das Spiel hier abschließen, würde ich behaupten. Und jetzt gehen wir aber erstmal die Erbauer Organe scannen. Das sind die letzten, die ich brauche. Alan ist. Ich finde, Alan sollte deutlich motivierter sein und begeistert von unserer Leistung, nachdem wir ihn quasi vor einer Stunde erst eingesammelt haben und hier mal kurz in drei, vier Episoden seine kompletten Körperteile finden. Ich weiß gar nicht, warum er nicht begeistert ist von unserer Leistung hier. Ich finde, er weiß das einfach nicht zu schätzen. Wir kennen uns seit 10 Minuten und ich bin hier high-performing unterwegs mit auf der Reise nach seinem Körper. Na gut, aber ich glaube, das ist etwas zu viel verlangt vom Spiel, dass er das noch senst hier, wie schnell wir hier gerade durchgewandert sind. Hier ist übrigens schon der Eingang. Und ihr seht, wir sind jetzt in 830 Meter, also das hätten wir nicht geschafft ohne das Tiefmodul. Ich habe das Ganze mal gemacht ohne Tiefmodul, wenn das interessiert. Ich habe das Spiel hier mal in einer Stunde durchgespielt, glaube ich, war ungefähr eine Stunde. Einen kleinen Speedrun gemacht und da habe ich alles mit dem Seegleiter gemacht. Da habe ich gar keine Seebahn gebaut und es geht, wenn man ein bisschen Sauerstoffmanagement betreibt. Ist das nicht cool? Ich mache hier mal einen Screenshot. Das ist vielleicht das erste Bild, was ich mir als Bilderrahmen in die Basis hänge. Weil das ist einfach eine coole Location. Ich habe hier auch mal eine Basis gebaut. Schaut da mal rein. In Bumblebee baut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe. Ich glaube, die Festung. Weil ich das so ein bisschen wie die Festung der Einsamkeit von Superman fand hier. Und hier habe ich eine Basis reingebaut. Das geht tatsächlich. Sehr zu empfehlen. Macht Spaß. So. Und jetzt gehen wir hier rein. Und Erbauer Körperteil. Da ist es. Die Erbauer Organe.
Our designs provide for redundancies. Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. So, wir sehen jetzt Bauorgane, Geiselkörbchen, dreimal Kyanit. Kyanit habe ich jetzt genügend eingesammelt, Ionenwürfel haben wir. Polyanilin ist Salzsäure plus Gold. Habe ich zu Hause. Diamanten habe ich gerade ein paar mitgenommen. Sollte ich auch noch ein paar in der Basis haben. Blastahlbarren kriege ich hin. Lithium und 5x Titan. Wurzelblase. Ich meine, ich hätte exakt zwei auf meiner Suche nach den Erbauer-Artefakten zwei mitgenommen. Das ist nämlich das, was man gerne vergisst. Braucht man für nichts außer für das Gewebe. Interessanterweise. Synthetische Fasern ist Rubin und Wurzelpilz. Habe ich auch. Und Gelsack habe ich auch. Also wir haben alle Ressourcen. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. Ja, also er ist vorsichtig optimistisch, so rum. Nicht optimiert. das heißt, dass er an uns glaubt, den Körper zu bauen. Und ich denke. Jetzt habe ich ihn wieder weggeklickt. Genau. It is concealed at some depths. Ours was a research mission of importance, so we had the benefit of the best support. I was what your people would have called a scientist. Like you. I should not waste time recounting our history. Please find the fabrication facility and construct the body. Ich finde es mal ganz interessant, ihn immer wegzuklicken und dann im Nachhinein anzuhören, weil ich das Gefühl habe, dass die. Servus. Dass die. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du kommst jetzt nicht hier runter. Na gut, komm, pack mich. Ich zap dich. 50. Oh, ich muss weg. Ich bin bei 50%, sehe ich gerade. Ich muss hier ganz schnell weg. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich muss aufpassen, dass der mich jetzt nicht erwischt. Ist er noch hinter uns? Nee, okay. Ich glaube, ich steige jetzt hier mal ganz kurz aus. Das ist doch eine ganz gut geschützte Stelle hier. Okay. Kann ich eigentlich von drinnen reparieren? Nee, leider nein. 50%. Die war aber, glaube ich, schon ein bisschen angeschlagen, weil ich die ganze Zeit irgendwo angestoßen bin. Und auch das macht halt dreifach Schaden aufgrund der Einstellungen. Ich hatte gerade irgendeinen Gedanken, den ich loswerden wollte, dann wurde ich unterbrochen. Einmal, dass wenn man die Messages von ihm oder seine Anrufe unterbricht, dass man sie dann im Nachhinein anhören kann und dann sind die gefühlt etwas anders, also einfach andere Nachrichten. Das war, glaube ich, der eine Gedanke, den ich zu Ende bringen wollte. Und der andere war, dass ich jetzt hier Richtung Osten fahre, denn wir schauen uns jetzt zumindest noch an, ihr seht, wir sind schon da, wo wir den Körper bauen. Ich will diese Stelle einmal kurz hier abhaken und eben im Grunde das Ganze vorbereiten im Sinne von wo das alles ist. Wer das noch nicht wissen sollte. Wir müssen jetzt hier zwar ein bisschen aufpassen, denn auch hier ist nochmal ein Thanatos unterwegs, wenn ich mich nicht täusche, sogar zwei. Ich habe nämlich an der Stelle mal einen getötet und dann war sofort der zweite da. Wir sind jetzt hier langsam an der tiefsten Stelle im Spiel. Ihr seht, wir sind jetzt bei 850 Meter und wir finden hier eben den Fabrikator, wo wir seinen Körper bauen können. Das Sonnenrad. Zack. Ich glaube, das... habe ich die roten Steine schon gescannt? Ne, natürlich noch nicht. Das muss ich auch noch machen. Vielleicht mache ich das hier oben, wo es jetzt noch sicher ist. Kann ich die? Ja. Große Kristallformation. Oh, oh. So viel zu sicher. Oh je. Okay, Seban ist wieder bei 100%. Es ist gut, dass er gerade hier war und jetzt hoffentlich nach unten schwimmt, dann können wir ihm folgen. Mensch, Alan, heute redest du ganz schön viel. Huh? Jetzt hatten wir 20 Episoden Ruhe von dir. So, links höre ich schon den zweiten. Wir müssen hier extrem aufpassen. Vielleicht schaffe ich es aber jetzt mit einem Schub runter, bevor der mich entdeckt.
Weil das Problem ist, ich kann natürlich die Seebahn hier nicht reinfahren. Ich parke jetzt hier ganz unten. Und wir gehen hier einmal rein. Ich baue den Körper jetzt noch nicht. Ich habe eben nicht alle Ressourcen dafür dabei. And then we can transfer you out of my head? I am anticipating it as much as you are. So. Aber auch hier mache ich mal einen Screenshot. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? So. Hier können wir jetzt, wie gesagt, die Körperteile bauen. Fabrikator benutzen. Und ihr seht, wir können hier einmal das Skelett, das ist das Gewebe und das sind dann die Organe, basteln. Dafür müssen wir aber eben hier runterkommen mit den zugehörigen Ressourcen. Kann ich dich scannen? Nee, kann ich nicht. Okay, also hier wird dann der Körper gebaut. Ich bin, glaube ich, noch nie hier hintergelaufen. Nichts verpasst, offensichtlich. Okay, schade eigentlich. Hier wird der Körper gebaut und das machen wir eben erst ganz am Ende, die Episode, wo wir den Körper bauen und dann das Spiel abschließen, würde ich sagen. Oder ich kann den Körper bauen und dann einfach nicht zum letzten Portal gehen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich denke, dass ich das in einer Episode haben will. Hier alle Ressourcen mit nach unten nehmen, Körper bauen, nach oben kommen und das Spiel abschließen. Und das will ich ganz am Ende machen. Und eben deswegen, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt in die Kommentare, was wir noch machen können, bevor wir... Oh Mann, ja, es sind definitiv zwei. So, jetzt versuche ich hier an dem auch wieder vorbeizukommen. Boah, guckt euch das an, ey. Sind wirklich zwei unterwegs. Hier ist der Beweis. Eins und zwei. Ja. Der wird jetzt umdrehen, genau, und mich definitiv attackieren. Abwehrsystem, bumm, weghauen. Zack, hat mich kein Prozent gekostet, oder zumindest nur zwei. Oh, er ist aber immer noch hinter mir. Und er macht mir Schaden. Boah, verdammt. Okay, das hat mich deutlich mehr Schaden gekostet. 66%, ich muss gucken, dass ich hier rauskomme. Aus seinem Radius. Uff. Nein. Alter, ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht im Ansatz gehört, dass er noch hinter mir hing. Das ist das Problem durch die Aggressivität. Die würden niemals so weit hinterher schwimmen. Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Oh, ich bin hinten hängen geblieben. Ich hoffe, ich bin hinten. Ja, okay, er ist nicht mehr da. Eieieiei. Also, durch die Aggressivität, die sind so aggressiv und so furchteinflößend geworden. Sonst hat man eigentlich, wenn man die einmal gesappt hat, immer erstmal ein bisschen Ruhe vor denen. Aber gut, wir leben. Alles gut. Ich muss mal eine Kleinigkeit essen, sehe ich gerade. Ressourcen haben wir dabei und einen Salat haben wir auch. Oh, noch was zu trinken vielleicht. Zack. So, also jetzt geht's wieder hoch. Ich habe kurz überlegt, ob ich da ein bisschen Silber und Gold farme in dieser Höhle, die ich euch gezeigt habe. Auf der anderen Seite habe ich zwischen der letzten und dieser Episode ja angekündigt, dass ich da noch kurz Silber wegnehme oder Silber einsammle direkt bei meiner Basis. Und Gold hatte ich auch schon auf dem Scannerraum, deswegen habe ich da auch noch ein bisschen eingesammelt. Also eigentlich habe ich genug. Kyanit habe ich jetzt auch, glaube ich, genug für alles, was man so bauen muss. Und wofür man Kyanit benötigt. Deswegen würde ich sagen, begeben wir uns jetzt wieder an die Oberfläche und schleichen uns an den ein, zwei Thanatossen. Das ist die richtige Mehrzahl von Thanatos. Noch vorbei, hier auf dem Weg nach draußen. Wir sind jetzt hier schon in der Ecke, wo ich in der letzten Episode war. Wir sind jetzt hier wieder bei 650. So tief konnte ich nämlich, genau. Und das heißt, da ist er. Der geht rechts zum rechten Ausgang und ich ziehe jetzt links vorbei und hoffe, dass ich schneller bin als er auf dem Weg zum Ausgang, weil der geht jetzt im Uhrzeigersinn und ich komme ihm jetzt direkt entgegen und es kann sein, dass ich ihn jetzt gleich nochmal treffe. Aber ich kann jetzt hier links abbiegen und dann soll ich sicher sein. Hier ist nämlich schon der Ausgang und er kommt jetzt von da hinten. Okay.
passt. Upala, fast dagegen gefahren. So, also, damit haben wir alles erledigt. Wir haben die Organe gefunden, alle drei in den letzten Episoden. Wir haben alle Erbauer-Artefakte gescannt. Immer wenn ich jetzt mit Alan wieder an einem Erbauer-Artefakt vorbeigehe, redet er wieder, weil er ja das so toll findet, wenn wir die finden, weil er dann im Grunde uns auch Hinweise gibt auf die Locations von den Erbauer-Körperteilen, die wir jetzt aber alle schon haben. Das heißt, das müssen wir auch nicht mehr machen. Ich würde gerne alle Kreaturen einsammeln. Das ist wirklich, glaube ich, das Nächste, was ich angehen werde. Aber das kann man ja auch gut verbinden mit anderen Sachen, weil die liegen wiederum in sämtlichen Biomen verteilt. Also das ist schwierig, das in eine Episode zu quetschen. Muss man mal gucken. Aber ich finde bis hierhin echt erfolgreich gewesen. Es hat mich mega gefreut, dass wir das so gemeinsam gelöst haben hier und eure Inputs waren wirklich, wirklich toll und ich bin jetzt wirklich gespannt, was ihr euch jetzt noch wünscht, bevor wir hier das Spiel abschließen. Ein paar Episoden würde ich gern echt noch reinbringen, vielleicht auch nochmal irgendwo ein kleines Bauprojekt. Ich glaube, einer hat sich gewünscht, dass wir mal ganz am Rand der Welt, auch da, wo der weiße Chelifalus oder wie der heißt, ich kann es mir nicht merken, auftaucht, den wir ja auch noch scannen müssen, da eine Basis zu bauen. Das werden wir dann vielleicht auch noch angehen am Rand der Welt. Wir könnten theoretisch auch noch mal eine kleine Basis bauen, oben in dem Eiswurmgebiet. Also es gibt noch einige Möglichkeiten, was wir machen, und ich bin gespannt, was ihr noch schreibt. Vielleicht auch noch mal diese Basis hier ein bisschen tunen, ein bisschen was machen. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Jetzt werde ich hier mal noch ein paar Ressourcen los. Ah, ihr seht, ich habe hier schon keinen Platz mehr, weil ich so viel Gold und Silber letztes Mal gesammelt habe. Vielleicht mache ich da nochmal einen extra Schrank für. Und schmeiße jetzt hier die Ressourcen rein, die ich... Ich habe tatsächlich nur ein Uranit. Sehr interessant, das wusste ich gar nicht, dass ich davon noch gar nichts eingesammelt hatte. Braucht man halt auch nur für die Brennstäbe und von denen habe ich noch einige hier und ich habe nicht mal einen Kernreaktor, also von daher tatsächlich gerade auch das nicht unbedingt meine Priorität, aber trotzdem wundert es mich, dass ich davon offensichtlich noch gar nichts eingesammelt habe. Witzig. Na gut, ich baue jetzt mal hier noch einen Spind hin und während ich das mache, bedanke ich mich schon nochmal. Also wirklich vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Auch hier gerne wieder ein Like da lassen und schreibt jetzt wirklich fleißig hier drunter, wie es weitergehen soll. Ich werde jetzt mal eine Zeit lang kein Video hochladen. Wie gesagt, ein, zwei Wochen vermutlich. Ich bin im Urlaub und trotzdem, ich reagiere auf Kommentare natürlich immer, schreibe euch zurück, so gut ich kann. Eigentlich klappt das immer ganz gut, hoffe ich zumindest. Und das bin ich wirklich gespannt, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ihr seht, wir sind jetzt hier in unserer Basis. Hier ist noch der Useless-Krebs und wir haben ja schon einige Kreaturen gesammelt. Und ich freue mich auf das, was jetzt kommen mag. Ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, haut's in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin, vielen Dank nochmal. Und tschüss.